Hallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Most Wanted Part 42. Ja. Wir sind kurz davor, die zweiten Blacklist-Fahrer auszuschalten. Die Nummer 2 auf der Blacklist, und zwar Bull. Toro Sato Bull. Oder Toro Bull Sato, ist ja egal. Auf jeden Fall beginnen wir heute mit den ersten Rennen von ihm. Das letzte Mal haben wir ja sehr erfolgreich. Im ersten Versuch alle 4 Meilensteine, oder Verfolgungsmeilensteine von ihm, ja, abgehakt. Was mich ziemlich freut, dass es nicht so wie bei Ronnie nochmal mehrere Versuche braucht, sondern hier wirklich in einem Rutsch geklappt hat und auch ohne große Probleme eigentlich. Ja, und heute gehen ein paar Rennen los, genauso wie nächste Folge. Außer ich komme heute so gut durch, dass ich alle Rennen schaffe, aber es sind 12 Rennen und ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir werden erst in der übernächsten Folge Bull machen, was okay ist. Das heißt, so 3 bis 4 Folgen pro Blacklist-Fahrer sind okay. Damit bin ich alleine sehr zufrieden. Nachdem es hier halt bis einmal um Rosewood rum ist, die Autobahn. Die kennen wir ja gut genug durch die Verfolgungsjagden. Ja, muss ich sagen, komme ich hier bestimmt gut voran. So, komm schon. Ja, ich hätte es damals kaum glauben können, oder? Dass ein Fahrer namens Gustav so weit kommt in der Blacklist. Mhm. Von 0 auf Platz 3 jetzt. Und ja, wir kommen echt langsam richtig ans Ende. Ich meine, hier sind bloß noch ein paar Rennen pro Forma zu machen, ja. Genauso wie noch 3 Blitzer dann übrig sind, die wahrscheinlich in der nächsten Folge, spätestens übernächste Folge noch abgehakt werden. Dann geht's halt, wie gesagt, den lieben Bull an den Kragen. Wir fahren gar nicht komplett den Highway. Schade eigentlich. Und dann ist halt auch schon Razor dran, ne? Sehr brutal. Es geht jetzt sehr schnell. Dann ist eine Runde vorbei. Wir fahren zum Glück nur 2 Runden, aber... Ich glaube, jetzt sind wir gleich einmal rum, ne? Ja, ja. Jetzt sind wir dann einmal rum. So. Konnten wir die Abkürzung überhaupt nehmen? Ich glaube nicht, ne? Egal, wir sind hier ziemlich schnell vorne. Was mir sehr gefällt, dass das ein recht einfacher Kurs ist. Bis auf die eine Stelle hier kurz vorbei am Stadion. Ja, das Let's Play, wie gesagt, nimmt sein Ende. Ich werde jetzt wahrscheinlich in dieser einen Session nahezu alles auf einmal aufnehmen. Letzten Session. Ich habe in den letzten Parts schon darüber gesprochen, dass ich an einem Tag 3 Aufnahmesessions mache zum Most Wanted. Ah, mal gucken. Ja. Ich habe gerade irgendwie so die Zeit freigeschaufelt heute an dem Sonntag, wo ich hier aufnehme. Sonntag, der 29. April. Wohlgemerkt. Ich fahre schon wieder gegen die Mauer hier. Ja. Vielleicht mache ich jetzt auch alles auf einmal durch. Weil viel ist es nicht mehr. Wenn es jetzt vielleicht noch 7 Folgen werden, ja. Lass es vielleicht 8 sein. Sind jetzt alle auf einmal auf. Das sind 3-4 Stunden Arbeit. Nachdem, wie gut ich durchkomme, sehe ich Ärger mit der Polizei und so weiter und so fort. Von den Verfolgungsjagden, ja doch, Verfolgungsjagd für Razor. Wird wahrscheinlich nochmal eine kleine Herausforderung, aber selbst die könnte mit unserem Evo gut klappen. Der hat sich das letzte Mal gut bewährt. Und er ist ziemlich gut abgegangen auf seinem Maximaltuning, daher möchte ich den da doch gern beibehalten. Als Fluchtwagen. Schon. Ja, jetzt hier. Ein paar Kurven blöd gefahren. Das kriegt man schon hin. Wir kommen ja schon wieder ran hier. In den ganzen Karnevalsverein. Und schon wieder erster. Guck. So, an sich ist hier erstmal keine Konkurrenz für uns. Ich bin gespannt, wie das Finale dann läuft gegen Razor. Ich sag mal, die Rennen an sich werden nicht das Problem sein. Ich glaube, das, was danach kommt, ist für mich immer so ein Problem. Ja, ich verrate es für die Leute, die das Spiel noch gar nicht kennen. Nicht, was da noch passiert, wenn wir Razor geschlagen haben. Wenn man jetzt sagt, boah, was, wir schlagen Razor, es passiert danach noch was. Das ganze Spiel läuft darauf hinaus, dass wir den Dude hier schlagen wollen.
weil wir unser Auto wieder haben wollten aus der ersten Folge. Ja, komm, Corvette. Es ist so vorpreschen und dann nicht vorbeifahren. Ja, ja. So mag ich sie, meine Corvette-Fahrer. Mhm. Ja, und erstes Rennen gewonnen. Und zwar ohne Probleme. Sehr schön. 20.000, Alter. Wir kriegen von dem insgesamt 240.000, wenn wir die Rennen hier beenden. Ja gut, nicht ganz, aber... Warte mal. Es ist das gleiche Rennen, bloß mit 3 Runden. Ja, ich sehe keinen Unterschied. Ja, dann hau her, komm. Komm noch her, dann machen wir halt hier nochmal 3 Runden. Habe ich auch kein Problem mit. Ach, bloß andersrum, okay. Das ist ja fast so einfallsreich wie dein Kumpel Ronnie in seinem Finalrennen. Mhm. Oder auch Webster. Weil Webster ja zweimal das gleiche Rennen hatte, bloß einmal mit... Als Grund, was eine... Eine war normal Sprint, andere war Pizza-Rennen, glaube ich, genau. So war's. Na, was halt dabei ist, das gleiche Rennen. Ja, und jetzt haben wir hier, wie bei Ronnie, einmal ein 3-Runden-Rundkursrennen mit derselben Strecke und ein 2-Runden-Rundkursrennen. Einmal normal, einmal. Obwohl, ne, ein bisschen anders ist es. Ein bisschen anders ist es, oder? Täuscht es mich jetzt bloß? Ne, das täuscht bloß. Täuscht bloß. Es ist genau das gleiche Rennen. Bloß eben andersrum. Teil des gespiegelten Cups von Mario Kart. Ach, Mario Kart, ja. Muss ich auch mal wieder mit dem Flo aufnehmen. Aber ich glaube, der hat es im Moment gar nicht. Das hat er sich bloß ausgeliehen gehabt für ein paar Wochen oder so. Ach, egal. Kommt schon wieder. Wir haben genug Folgen erstmal im Voraus aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt sollte Folge 16, glaube ich, draußen sein oder so. Ja, Folge 16 dürfte es sein. So, jetzt kommen wir hier rum. Das ist eines der 5 langweiligen Rennen, die Bull so im Sortiment hat, sage ich mal. Er hat 5 Rundkursrennen. Davon 2 K.O.-Rennen. Kann sein, wenn die Strecken in Ordnung sind, ja, und nicht allzu lang sind, dass das Ganze auch einigermaßen in Ordnung ist. Dann ist sowas gut vertretbar. Aber wenn dann hier und da wieder mal so übertriebene Gegner kommen, die ich einfach auseinandernehme wie Broly zu seinen besten Zeiten, Son Goku, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Da jetzt einmal wieder eine Corvette oder bist du es etwa Cross? Ne, du bist Ricky. Ich bin mal gespannt, ob wir Cross nochmal eine Verfolgungsjagd irgendwie erledigen. Man kann ihn nämlich erledigen. Wenn man lang genug auf Stufe 5 unterwegs ist bei Verfolgungsjagden. Dann kommt er irgendwann mal und schaltet sich mit ein. Und man kann ihn eben, wie gesagt, auch ausschalten. Da gibt es auch, glaube ich, ewig viel Kopfgeld und sowas. So, erste Runde rum. Und wir haben das Ding schon erstmal gerockt. Was ist durch diese Gartenanlage hier? Was soll das sein soll? Ja, es fühlt sich ganz anders, wenn es regnet. Und vor allem, wenn es andersrum ist. Das finde ich immer so fies bei Mario Kart 8 teilweise bei ein paar Strecken, dass die einfach... Du fährst die so lange... In eine Richtung, ja, und auf einmal fährst du in die andere Richtung. Hui, das war aber hier elegant vorbei. So, sehr gut. Jetzt bin ich immer noch gut dabei. Ich habe jetzt wirklich einen Ärger. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt wirklich heute schon 4 Folgen aufgenommen habe.
vier Folgen vorhin. Vor dem Frühstück, ja. Jetzt nehme ich hier nochmal ein paar Folgen auf und schau mal, das ist so eine halbe Stunde vor dem Baku-Rennen in der Formel 1. Ja, aufhöre jetzt aufzunehmen, dann kann ich mir noch Mittagessen machen, ganz gechillt. Um 15.10 Uhr fängt das Rennen an, heißt, dass ich dann, ja gut, 40 Minuten Zeit habe, mir was zu essen zu machen. Was in Ordnung ist. Es ist kein Gegner hier, total übertrieben stark. Ah, die Musik geht wieder ab. Zum Glück keine Verfolgungsmusik wie die letzten paar Mal. Das war so schlimm. Vom letzte Folge, wo ich gegen Ronnie angetreten bin, mit dem einen Blitzer, wo die Verfolgungsmusik gelaufen ist, dauernd. Er hat mir total Curry gemacht. Aber total, Mann. Und der ist hängen geblieben, sehr schön. Na, ja, das ist aber Werbung, Alter. Und es ist halt jetzt 11:30 oder so. Ja, 11.41 Uhr, laut meiner Uhr gerade am PC. Nicht schlecht. Aber es sind jetzt halt autotechnisch keine Gegner dabei. Ich glaube, zwei Corvettes. Corvetten. Ja, und... Ah, sollte ich vielleicht die Seite entscheiden, die ich fahren will. Na gut, alle den gleichen Fehler gemacht gefühlt. Hallo. Wo bist du eigentlich hin? Der rast halt auch voll gegen die Mauer, einfach so. Und alle haben den gleichen Fehler gemacht wie ich. Und sind hängen geblieben, auch nicht schlecht. Aber es ist schön, dass der Laster einfach stur geradeaus fährt, ja. Egal, was da kommt. Ja, ich fahre mal stur geradeaus. Ich weiß nicht, wo die KI ist. Sollte langsam auf dem Weg hierher sein, aber... Hallo. Oh. Gut, es sind schon wieder zwei auf dem richtigen Weg. Einer, dritter, kommt jetzt auch, okay. Haben sich wieder zusammengerissen. Klassenfahrt der illegalen Straßenracer geht weiter. Ah, sind wieder dran. War mir klar. Gummiband macht es wieder künstlich spannend. Aber es heißt eigentlich bloß noch gerade ausballern. Nicht mehr unbedingt bremsen. Aber sie bauen auch gerade ein bisschen Mist. Daher passt das schon. So. Ach, der Lambo geht gut. Der Lambo geht gut. Ach ja. Ich bin trotzdem immer noch überlegen, was ich jetzt Finalwagen nehme. Ja, ich habe schon oft angekündigt, es wird der Kobalt. Vielleicht wird das auch. Vielleicht kaufe ich mir aber auch irgendwas Cooles noch. Ich bin total am Überlegen, ja. Das ist echt schlimm. So, kommen jetzt hier die letzten paar hundert Meter. Komm schon. Wo steht eigentlich oben immer so ein Güterwaggon rum? Ich glaube, der ist immer da. Immer. Das ist ja auch ein Museum. Kann auch sein, dass wir da so ein Museum gemacht haben auf der Brücke. Ich meine, wir in Augsburg haben auch einen Zug als Restaurant. Der steht in so einem alten Bahnpark rum. Und es war halt früher so ein alter Reisezug, glaube ich, oder sowas. Also nicht so ein uralt Ding, sondern so ein bisschen moderner schon. Weiß ich, so 60er, 70er oder sowas. Und sowas in der Richtung. Und es war halt früher so ein Speisezug oder so, oder so ein Reisezug. Da haben sie halt jetzt ein Restaurant draus gemacht. Also wirklich ganzen Zug, was weiß ich, 100 Plätze oder so zum Essen. So, und auch das zweite Rennen von Mr. Bull ist durch. Nach 7,5 Minuten, ja, hallo. Das Geld entschädigt etwas. Oder Geld kein Problem ist. So, jetzt haben wir hier noch... Zwei Rennen würde ich noch machen, wenn wir noch zwei Mautstellen haben. Dann machen wir die auf jeden Fall noch heute. Kann nichts dafür, dass die Rennen immer so lange dauern. Da bin ich doch auch nicht schuld dran. Ich weiß gar nicht, was Racer an Rennen hat. Hat er sogar vielleicht, glaube ich, 15 Rennen statt 12? Ich weiß es gar nicht. 15 würde passen für jeden Blacklist-Fahrer nochmal eins. Wobei er dann auch nochmal am Ende, soweit ich weiß, 5 Rennen hat. Das schon brutal ist. 5 Rennen, ja. Und auch, glaube ich, keine kurzen. Weil die Finalfolge könnte mit Razer und dem Event danach... über eine Stunde gehen. Ich
glaube, das erste Mal, als ich Let's Play habe, ging es fast eine Dreiviertelstunde. Ja, ja. Jetzt kriege ich echt Hunger. Wahnsinn. Ich habe vor mir jetzt gefrühstückt vor knapp einer Stunde. Gut, war jetzt auch nur ein Skill. Aber trotzdem. Es war Frühstück. Ja, komm schon. Ich hätte bis jetzt noch kein Mautstein-Rennen, fällt mir auf, wo mir die Zeit ausgegangen ist. Da habe ich mich bei früheren Durchläufen deutlich schwerer getan. Jetzt einfach jetzt vielleicht an der guten Autoauswahl, die ich wirklich auf Lust und Laune gemacht habe jetzt. Möglich. Wie gesagt, so ein Evo 8 bin ich noch nie gefahren in Most Wanted. Lambo. Ja gut, den Galado bin ich schon mal gefahren, das stimmt. So, auch hier gut durch. 2 von 8 Nordsternen, okay. Wir haben schon mal ein Drittel hinter uns. Also müssten jetzt mehrere hintereinander kommen. Auto bitte fangen. So. Ist jetzt welche Mautstelle? Ah, nach dem Tunnel die. Nach dem Tunnel die, okay. Ja, wenn man manchmal mal gucken muss, wie die Straßen gehen, ne? Aber irgendwann hat man dann einfach doch die Wege raus. Jetzt vor allem nach über 40 Folgen. Hey. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Aber wir müssen trotzdem nur noch ein paar hintereinander ziemlich schnell kommen, ne? Jetzt sind wir bei der Hälfte. Haben wir gerade mal 3 von 8. Ja, da kommt schon noch ein bisschen was, oder? Lass mich raten, die eine Mautstelle, die jetzt hier am Ende kommt, ist nicht wie letzte Folge. Vorletzte Folge? Vorletzte Folge war es, glaube ich, hier. Nein, natürlich nicht. Wäre zu einfach, da jetzt gerade auszufahren. Sich da einen Stempel zu holen. Die kommt nicht mal vor in dem Rennen. Ich glaube, wir hatten mal ein Rennen, wo wir hier auch hier abgebogen sind. Und nur die eine, die letzte Mautstelle war. Ach, da unten, okay. Selbst da haben wir noch genug Zeit. Ach, das ist die in der Fabrik. Sehr gut. So, dolle. Jetzt haben wir knapp 50 Sekunden, um da hochzukommen. Ist noch eine. Jetzt kommen wir an die große Kreuzung, glaube ich, wo wir vorhin schon gefahren sind, oder? Ne, täuscht. Ja, ne, ne, doch. Wir kommen dahin. Guck, schau. Sehr gut. Naja, von vorne sind wir vorhin gekommen. Beim Earl Jump nenne ich die Stelle jetzt mal. Weil wir da halt durchs Ziel gesprungen sind, als wir gegen Earl gefahren sind. Okay. Immer noch 50 Sekunden fast Zeit. Und durch. Sehr gut, noch eine. Einfach eine Prozent- und Zeitanzeige her, Hammer. Schaffen wir das locker. Ja, easy. Easy. Ja, guck mal, da hinten ist es ja schon. Die Highway-Auffahrt hier. Dann ist das Ding ja schon erledigt, aber da. Ja, guck, easy. Dem ist die ersten zwei Mautstellen recht knapp aussah, aber die dritte auch noch. Und das ist jetzt hier locker abgehakt. Sehr gut, Race Event. Ja, doch, die Folge sagt, wir haben noch Zeit für ein weiteres Rennen. Na, schon mal 4. Oh, irgendwas aus dem Blade 2 Soundtrack läuft jetzt. Auch nicht schlecht. Und los geht's. Wir haben 2 Minuten für den ersten. Die erste Mautstelle, ja, Wahnsinn. Wahnsinn, das Lied hier ist jetzt nicht aus dem Blade 2 Soundtrack, sehe ich gerade.
So. Ich darf nicht da lang. Schade. Würde bestimmt auch 20, 30 Sekunden sparen. Na, 20, 30 nicht, aber vielleicht 10 Sekunden. Würde es mich auf jeden Fall sparen. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, welche Mautstelle das gerade ist. Das Problem ist, dass wir vom Kreis aus 4-5 Mautstellen haben, die wir anfahren können. Und dann kann ich über den Parkplatz die Abkürzung nehmen. Sehr schön. Aber ich habe jetzt eine Idee, welcher das sein könnte. Ja, dieser Bling-Bling-Tacho da rechts, ne? Ist schon ein bisschen übertrieben, aber gut. Shortcut nehmen können? Egal. Mit Nitro gleich mal diesen kleinen Zeitverlust wieder aus. Weg da. Okay, nächstes Run. Wahrscheinlich hier oben an der Brücke ist ja schon am Highway ist. Okay, doch eine ganz andere. Mal ein bisschen Gas geben, weil er noch nicht auf der Map ist. Wenn es noch nicht auf der Map ist, ist es weit weg. Okay, da ist es doch. Sehr schön. So. Da ist der Hammer. Da müssen wir mal 2/3 des Rennens rum. Also, wir brauchen knapp 6 Minuten für den ganzen Spaß hier insgesamt. Ja, hup du mal. Ich habe dich links überholt, ja. Wie es Straßenverkehr vorsieht. In den USA kannst du sogar rechts überholen, ja. Also links und rechts. Das ist ganz cool, das ist 6-spurige Autobahn, also 12-spurige in dem Falle, ja. Und wieder überholt, wie er denkt, das richtig ist. Was ich ganz cool finde eigentlich. In Deutschland fühlt man sich komisch, wenn man rechts überholt. Und auch hier. Zack, zack, zack. Okay, wieder hier über eine Minute, fast 2 Minuten Zeit. Okay. Jetzt sind wir schon wieder in dem Kreisel. Wir sind nach vorne schon zu dem Kreisel gefahren, ne? Da runter zum Golfclub, auf dem Highway, hier entlang und wieder zurück. War nicht schlecht. Ey, ich möchte gar nicht wissen, wer diese Routen hier geplant hat. Oder programmiert hat. Geplant, oder? Was ist das mit Plan? Hast du die mehr von der Stadt mit allen Möglichkeiten und sowas. Also, so wie das hier vorangeht, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Rennen alleine knapp 3 Folgen noch brauchen. Also mit der hier noch 2 weitere. Ja, aber gut. Kann passieren. Ja, toll. Das war es nicht wert. Ich hätte einfach dran vorbeifahren sollen. Egal, ein bisschen Chaos. Hey. Ein bisschen Chaos. Schadet nie. Wo ist denn da die Mautstelle jetzt? Komm schon. Klar, mein kleiner Ausflug durch die Tankstelle hat mir schon ein bisschen Zeit geraubt, aber trotzdem. Na, okay, da um die Ecke ist er gleich. Ja, das schaffen wir jetzt, nichts Blödes kommt. Ja, locker. Also bis jetzt sind wir noch nie so gefahren, dass wir keine Zeit mehr hatten am Ende von der Mautstelle. Minute noch. Auf 80%. Läuft. Ja, bloß mal entspannt Gas geben. Und entspannt meine ich mich auch selber ein bisschen entspannt. Gerade bin ich doch ein bisschen angespannt. Weil letzte Mautstelle ein bisschen knapp war. Wegen der blöden Tankstellenaktion, ganz ehrlich. Nicht, dass ich in den Gegenverkehr gerast bin. Das hat nur ein paar Prozent gekostet. Du schon wieder. Wir treffen uns aber auch alle paar Meter, du. Ich hoffe, du hast vor ein paar Minuten getroffen. Du Holzlastenwagen. Komm schon.
Letzten paar Sekunden hier. Ja, okay, da vorne ist das Ding. Ja, doch, die Rennen von ihm sind schon ein bisschen knackiger, aber nicht unmöglich. Und da kommt die Polizei, oder was? Ne, doch keine Verfolgung. Okay. Also soll ich noch ein Rennen machen? Das Maximalrennen. Immer noch 2 K.O.-Rennen auch noch. Gut, das ist klein. Das ist ein bisschen größer. Das Rundkursrennen. Wie viele Runden habt ihr? Das möchte ich jetzt schon mal wissen. 3 Runden. Die hat es eh 3. Das ist klar. Ja, wir haben jetzt 5 Rennen. Ne, 4 Rennen haben wir jetzt. Okay. Gut, die gehen jetzt, sind jetzt ein bisschen kürzer. Vielleicht schaffen wir auch die K.O.-Rennen das nächste Mal. Gucken wir mal. Auf jeden Fall war es für die heutige Folge. Ich hoffe natürlich, sie hat dir mal wieder Spaß gemacht. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da. Einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und ein Abo natürlich, wenn du nichts mehr verpassen willst. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und bis dahin, mach's gut, servus und für dich.